Der Fun-Cup ist in vollem Gange. Ich weiß, kommt nicht bei allen so gut an. Ich werde mein Bestes geben, um es spannend zu halten. War gerade eine kleine Runde drehen. Und seht euch an! Es wird ein neues Pokémon geben. Frisch gefangen im Fun-Cup. Ein Kryptosarzenia. Leider mit Frustration, denn Niantic möchte kein Event einführen. Das ist richtig gutes Game Design. Dass man solche Pokémon stark macht mit einer Attacke, die unnötig ist und dann kein Event einführt, wo man die entfernen kann. Aber ich habe noch kein Kryptosarzenia. Es könnte eventuell sein mit der Einführung von Generation 6, kommt drauf an, wann alle Pokémon erscheinen. Aber dass die ganzen Rasierblatt-Pokémon dann nicht mehr so stark sind. Ich meine, sie sind so stark wie zuvor. Jedoch, wenn neue Konter dagegen erscheinen, dann ja, das Meta. Also, was ist stark, was ist häufig gesehen, wird sich vermutlich in jeder Liga ändern, weil da neue Kandidaten dazukommen. Besonders auch Hyperliga Premier, da habe ich so gesehen, durch den Aufstieg von Galar Flunschlag, von Panzeron und ein paar anderen Kandidaten. Gut, ich gebe mal wieder Sternenstaub für euch aus, dass ihr es nicht tun müsst. Neue Ladeattacke, denn nur so kann man mit Frustration eine normale Attacke haben. Man könnte auch einfach machen hier so Säurespeier, aber ich lasse Laubklinge. Oder steht sogar gefangen nach Sieg gegen Tauschrübel. So explizit steht das da. Interessant. Und jetzt noch unnötig viel Sternenstaub hierfür ausgeben. Aber ich habe mich mein Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Mit meinen Millionen an Sternenstaub. So, dann sehen wir uns mal an, was das Ding so kann oder eben auch nicht. Dritter Tag und ich habe es jedes Mal geschafft, ein neues Pokémon zu haben. Mal schauen, ob ich das noch weiterhin durchziehen kann. Hab noch wieder ein paar Pokémon gefangen, offscreen. Leider nie was dabei, legendär oder so. Ich muss ehrlich zugeben, von Ele Voltec war ich positiv überrascht. Oh, ein Sichlor. Ein Sichlor habe ich gefangen, genau mit 1500 WP. Das wäre ja eigentlich auch, das ist ja Schicksal, oder? Das war die PvP-Belohnung. Sichlor, kann man das irgendwie verwenden? Okay, wir, Ele Voltec vorne, wir nehmen das nochmal mit Stromstoß. Irgendwie haben das fast kaum Leute geschildert und Stromstoß ist so ein Finisher-Move. Das überlebt fast kein Pokémon, also schon im roten Bereich. Bei den meisten haben nicht geschildert, danach wechsle ich, setze die Verteidigungssenkung zurück und Prost Mahlzeit, sehr schön. Also, heute werde ich mich, ich verspreche es, werde ich mich ein Video lang nicht über die Australier aufregen. Es tut mir leid, aber ich kann es echt nicht mehr abwarten. Das ist so wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und keine Ahnung was noch gemeinsam. Wieder neue Bonbons sammeln, die Pokémon noch höher pushen. Alle, die ich jetzt schon so lange habe, ich würde gern schon beginnen. Ich bin ein bisschen neidisch, dass die anderen das schon dürfen. Alola Raichu. Okay. So, dann schauen wir mal, was wir da so treiben. Wir machen einen Stromstoß und hauen dann ab in Sarzenia. Denn das sind deine Attacken hier nicht sehr effektiv und du bist komplett runter. Und, oh, ich habe ausgeholt. Oh, ich glaube, ich gönne mir einen Schild. Es ist nämlich nicht sehr effektiv, aber trotzdem. Dann wäre ich jetzt auch so weit unten. Ich gönne mir einen Schild sogar. Und, ah, der Schild war doof. Okay, der Schild war doof. Sorry, ich nehme alles zurück. Der Schild war sehr doof. Und in dem Fall zum Beispiel wäre Säurespeier ultra genial. Oh, der Schild war echt doof. Das, kann ich das zurücknehmen? Warum haben alle hier Panzeron? So. Säurespeier. Egal, ob du schildest oder nicht. Verteidigung sinkt direkt um 2 Stufen. Das ist jetzt natürlich ganz doof. Also wirklich auf einem anderen Niveau doof. Hm. Da fehlen mir gerade ein bisschen die Worte, was ich da machen soll. Also, ich werde Folgendes machen. Hoffentlich überlebe ich einen Himmelsfeger. Ich werde Stromstoß einsetzen, um dir einen Schild zumindest zu ziehen. Und dann wechsle ich hinüber. Ja, jetzt bin ich gespannt. Komm schon. Ele Voltec, tu mir den Gefallen und überleb das. Ja, okay. So, Stromstoß.
Beziehungsweise vielleicht bekomme ich den Schild gar nicht. Dann muss ich hoffen, dass Knuddeluff, was auch immer da hinten drin ist, kaputt machen kann. So, ich bekomme den Schild, werde ich aber nicht runterfarmen können, bevor du eine Attacke hast. Ganz knapp, jetzt hast du sie. Schade. Ah, was ist denn das hier? Sieht man da noch KP? Bitte Himmelsfeger und nicht Sturzflug. Das ist alles, was ich von dir möchte. Und jetzt ein Pokémon, wo Fee effektiv ist. Nein, das hier ist es definitiv nicht. Schade. Lapras. Ja, wurde angekündigt, der neue Feldforschungsdurchbruch für Dezember. Lapras. Ich meine, hey, ich gönn's euch, jedem, der noch der Pokédex-Eintrag fehlt, aber Lapras ist echt nichts mehr Besonderes. So. Und ich bin leider auf null Energie und du hast jetzt Surfer ready, schade. Da machst du nichts, aber am Anfang, das war schon mal wieder köstlich. Der fette Stromstoß und eine nicht sehr effektive Attacke. Und das Raichu ist schon fast komplett weg. Lapras, Feldforschungsdurchbruch. Ey, wirklich, soll das eine Motivation sein für irgendjemanden, sich täglich einzuloggen und den Stempel zu holen? Mir würden 1000 bessere Pokémon, nicht 1000, so viele, mir würden unzählige Pokémon einfallen, die jetzt nicht unbedingt legendär sind, wenn Niantic die einfach unbedingt vermeiden möchte, die man aber mal reinpacken könnte, die nicht übertrieben sind, aber die auch vielleicht mehr reizen als ein Lapras. Ich meine, was ist das? Lapras, das hatten wir schon so häufig. Das verstehe ich echt überhaupt nicht. Genauso wenig, wie ich diese Wartezeiten verstehe. Und eventuell war es ein Fehler. Ich glaube, gestern hatte ich 4-1-4-1 ohne Video. Und durch die Punkte rauf ist das nicht mehr so toll. Ich würde ja gerne wissen, so in etwa nur, wo ich bin. Grob. Gefühlt bin ich echt weit unten. Denn ich habe maximal irgendwie 20 Siege mehr als Niederlagen und das ist im Grunde gar nichts. Aber ja, ich glaube, so Minicup, muss man echt sagen, hat den Leuten gefallen. Da haben so viele Leute mitgespielt und Funcup kann man schon fast sagen, ein kompletter Schuss in den Ofen. Na gut, wir fangen wieder an zu schneiden. Wie in den guten alten Rang 10 Zeiten, wo ich in der Rangliste war und es verständlich war, dass da die Wartezeiten länger sind. Aber hier Funcup, ich glaube, da hat Niantic echt gemerkt, das war eine richtig miese Idee. Okay, ich komme vor dir zur Stromstoß. Und danach, Moment, ich setze noch eine Attacke ein, vielleicht kann ich sogar abfangen. Eine Sofortattacke setze ich noch ein. Oh. Und jetzt hier rüber. Jawohl. Das Abfangen, das klappt. Nicht sehr effektive Attacke abgefangen. Hier vergleicht das mal. Nicht sehr effektiv gegen Raichu. Raichu war fast kaputt. Und hier neutral gegen Nachtara. Und Nachtara hat es nicht mal gespürt. So viel hält das Ding einfach aus. Okay. 2 von 2 Kämpfen. 2 von 2 Malen Panzeron. Und ich weiß nicht, warum ich hier gerade geschildert habe. Aber machen wir das einfach. Schauen wir mal. So. Denn mit Sarzenia habe ich da auch keinen Schneid. Ah, der Schild war vielleicht doof. War er doof? Ich weiß es nicht. Wenn ich noch einen investiere, kann ich vielleicht runterfarmen. Nein, kann ich doch nicht. Oder wenn ich aushole... Oh, ich könnte es. Ich könnte es. Ich glaube, ich mach's. Denn du hast vielleicht einen zweiten Himmelsweg ansonsten. Ah, vielleicht war das ganz doof. Aber ich kann garantieren, dass ich dich jetzt hier kaputt bekomme. Okay, schauen wir mal. Vielleicht war das alles andere als schlau. Ich will mir dich noch aufheben, wenn es der Niantic-Server erlaubt. So. Hast du... Oh, du hast Ice Heap oder Psychokinese vermutlich. Was mache ich denn? Keine Ahnung, was ich hier mache. Überlebe ich das? Ich überlebe das noch. Sehr schön. Und komme ich zu einer Attacke zumindest. Auf jeden Fall kannst du nicht runterfarmen. Komm. Mach nicht diesen. Was? Warum? Warum das denn? Okay, ich gehe mit Elevoltag rein, aber ich will die Uhr noch runterticken lassen. Ich fange ab, was auch immer hier kommt. Ich opfere Elevoltag. Und ich glaube, Nachtara war schon ein bisschen angeschwächt, oder? Nö, vermutlich nicht. Ach, was treibe ich hier nur? Was treibe ich hier nur? Bitte nicht noch eine Attacke. Ich versuche, dich runterzufarmen. Nein, das hat mal nicht geklappt. Dann war es das wohl, oder? Die effektiven Charm? Eventuell schauen wir mal.
Kann ich wechseln? Oh, ich kann nicht wechseln, schade. Komm schon, Knuddeluff! Knuddeluff! Ah, da ist schon die Attacke. Schade, schade. Schokolade. Gut, nein, der Schild gegen... Der Doppelschild gegen Panzera und ich weiß nicht, was mir da eingefallen ist. Muss ich ehrlich zugeben. Aber wenn ich direkt draufgegangen wäre, das Problem an Elevoltik ist, ich muss rauswechseln können. Und die Wechseluhr war nicht rum. Mit Sazenia hätte ich nicht reingehen können. Ist vielleicht in der Zusammenstellung gar nicht so gut. Soll ich mal Sazenia vorne versuchen? Oder Schmerbe eventuell. Also meine Auswahl ist begrenzt. Ich kann nicht aus allzu vielen Pokémon wählen. Wenn ich das mal so sagen kann. Gut. Und hier bin ich immer gemütlich in eine Schmerbe hineingegangen. Das klappt nun natürlich nicht. Wir versuchen voll... Oh, es ist so heftig. Es ist einfach so heftig. Einmal schilden und runterfarmen. Die schilden nicht. Und Stromstoß ist so ein krasser Move. Das ist irgendwie, ja, gefällt mir das. So, was kommt da rein? Ein Altaria. Das ist auch nicht so fein. Wirklich feine Pokémon so. Superliga-mäßig, alles am Start hier definitiv. Und ich laufe mit Elevoltik herum. Okay, das war mal ein Schuss in den Ofen. Ich glaube wirklich Säurespeier. Weil es wird häufig so passieren. Eine Säurespeier, das wäre schon eine Überlegung wert. Dass ich dann die Verteidigung um 2 Stufen gleich senke. Die Gegner schilden sowieso nicht, weil es keinen Schaden macht, was ich da auf sie drauf ballere. Weil immer ein Pokémon mit Resistenz reinkommt. Ach komm schon. Na gut, dann schauen wir mal. Das Alola Sandama war ja schon komplett kaputt. Na, eventuell kann das Elevoltik mit einem Schild machen. Ich wechsle auch sofort. Magbrand. Ah, okay. Dann mal nicht. Das lassen wir. Und dann noch der Wechsel. Okay, sehr schön. Das lassen wir. Schaffe ich noch einen Sieg? Bitte, Sazenia. Jetzt habe ich dich extra gepusht. Ich pack dich vorne rein, glaube ich. Komm. Was kostet die Welt? Obwohl das mit Elevoltik und Wechseln gefällt mir schon ganz gut. Irgendwie ist die Zusammenstellung nicht so fein. So, von den Typen her, irgendwas passt da nicht. Ich müsste eigentlich in meinen Knuddeluff reingehen, aber dann habe ich nur noch 2 Glaskanonen. Ja, schauen wir einfach mal. Das ist der Fun Cup, was soll's? Was soll's? Nachtara zum Beispiel. Auf Level 50 kann man Nachtara in der Hyperliga verwenden. Ich habe ein 100er Evoli. Wenn Niantic die Attacken zurückbringt, würde ich das mal testen. Eine Top-TM wäre es mir nicht wert, nur für einen Test in der Hyperliga, aber ansonsten, das Ding hält so viel aus, wird dann auch in der Hyperliga gar nicht so verkehrt sein. Ich bin gerade echt überrascht von den Wartezeiten, also so schon irgendwie. Ein neuer Tiefstand für PvP. Nicht verwunderlich. Wirklich nicht verwunderlich, ich sehe es so an Twitch, an YouTube, an dem allgemeinen Sentiment, wie man so schön sagt. Da haben wir jemanden. Sehr schön. Komm, gib mir ein Pikachu vorne. Nein, Wrestler Pikachu einfach, weil du Bock drauf hast. Nein, das ist definitiv kein Wrestler Pikachu. Wir gehen hier hinein und heben uns das Krypto Sazenia noch auf, weil ich einen Wechsel erwartet hätte. Aber schade, den machst du nicht. Aber du holst dir ordentlich Energie. Sehr schlau, ja. Kann auch ein schlauer Move sein. Definitiv. Mitzählen, wann ich bei der Attacke bin und ein bisschen davor rausgehen. Aber meine Sofortattacken, die haben schon ordentlich gepfeffert bei dir. So, ich schilde nun nichts und gehe dann in Elevoltik rein und hoffe, dass das letzte Pokémon irgendwas ist, was ich mit Krypto Sazenia besiegen kann. Weil Welser 2-3 Mal Rasier Dingenskirchen. Das Ding hat 2 Attacken ready. Und ich bin mir sicher, ich hole nicht aus. Komm, Elevoltik, hol aus, hol aus, hol aus. Du holst aus, sehr schön. Und ich glaube, ich schilde nicht, weil es kommt sowieso das Welser und vernichtet mich. Dampfwalze, okay. Und jetzt sofort rüber. Na komm, das Welser wird sich freuen, mich zu sehen.
Oh, das ist definitiv kein... Das kann noch was werden. Oh, wenn ich doch nur Säurespeier hätte. Kommt, ich hol mir jetzt Säurespeier. Ich hol mir jetzt Säurespeier. Denn in dem Fall würde es wirklich extrem helfen. Ich würde zu Säurespeier kommen, die Verteidigung sinkt um 2 und meine Sofortattacken machen viel mehr Schaden. Ich hol mir jetzt Säurespeier. Das machen wir. Gut. Gut, gut, gut. Denn ich meine, 2 Attacken wären schon schön. Niantic, es ist ein bisschen frustrierend, so euer Spiel. So mit den Sachen, die ihr einführt und dann, kennt ihr das? Frustration, frustrierend, ja. Genau. Solarstrahl. Achtung, jetzt nochmal Laubklinge. Nein, Matschbombe, das ist auch in Ordnung. Jetzt kommt Solarstrahl. Nein, Säurespeier. Hey, hey, hey. Benötigt zwar ein bisschen mehr Energie als Laubklinge, aber ich glaube, mit Laubklinge werde ich hier gerade irgendwie sowieso nichts machen. Zumindest in der Art und Weise, wie mein Team aufgestellt ist. Von daher einfach auf Säurespeier. Macht keinen Schaden. Oh, Flunschlick. Perfekt. Definitiv ist das perfekt. So. Ich... Du wirst sowieso schilden. Aber ich ködere trotzdem nicht. Ich ködere trotzdem nicht. Und nun... gegen ein Galar-Flunschlick bin ich natürlich nicht vorbereitet. Nun hier rüber. Oh, das wäre so schön, wenn ich sagen könnte, ich habe eine Attacke abgefangen, aber... Ich muss Satzenia schilden. Ja. Okay. Du bleibst drin. Gut. Und wechselst. So. Und hier zum Beispiel, was mache ich mit einer nicht sehr effektiven Laubklinge? Dann immerhin noch auf Säurespeier, dass das nächste Pokémon es ein wenig einfacher hat. In dem Fall wird das Knuddeluft sein, aber das Galar-Flunschlick bekomme ich nicht down. Das sind echt krasse Teams jetzt schon hier am Start. Galar-Flunschlick, Altaria. Die IV sehen auch sehr gut aus. Ja, das Flunschlick bekomme ich nicht kaputt. Leider. In der normalen Superliga müsste man natürlich vorbereitet sein auf die Top-Meta-Pokémon, aber hier... Wie soll ich das? Oh, das merkt man schon, dass die Verteidigung gesunken ist. Sehr schön. Ich bin mir sicher, ohne Säurespeier wäre Altaria zu noch einer Attacke gekommen. Okay, ein Lamus. Alles klärchen. Ich baue auf eine Attacke auf. Nicht ganz, ich opfere das Ding. So, sei zurück ein. Ich opfere das, ich brauche das nicht. Was soll ich da machen gegen Galar Flunschlick? Und das tat weh. Das tat in der Tat weh, aber ich komme nicht zu 2 Attacken. Das ist, denke ich mal, gelaufen. Schauen wir uns mal an, wie viel so ein nicht sehr effektiver Charm hier gegen Galar Flunschlick macht. Und ja, nicht allzu viel. Dann gehen wir raus. Dankeschön. Bitte. Oh, das war's schon. 1:4. Alles bestens, gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Aber ich muss sagen, wenn man mal ein bisschen reinkommt so mit Kryptosarzenia, das tut schon ordentlich weh. Direkt noch ein Set, weil es so schön war. Aber wirklich erst einer zu Meryl. Und ich habe eben gestern noch 10 Kämpfe ohne Video gemacht, dann alle im Video. Das ist wenig, finde ich. Da hätte ich wirklich viel mehr erwartet. Okay, ein Elektroball. Na, schauen wir mal, was der so macht. Dieser Elektroball. Ich komme vor dir zur Attacke. Und ich vermute, du wirst die Unlichtattacke einsetzen. So, es war kein echtes EMP. Jetzt drückst du nein, du hast nicht gedrückt. Schade. Dann chill ich, weil nun wird es vermutlich die Elektroattacke sein. Und da investieren wir mal. Nein. Genau, doch. Elektro, was sage ich denn? Wasser, Formeo. Okay. Nein, Formeo ist am Start. Das wird sich noch wundern, wenn dann das Kryptosarzenia reinkommt. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie viel Energie das Ding hat. Wenn man mir garantieren könnte, dass ich schilden kann und runterfarmen. Okay, nein, du hast sowieso unendlich viele Attacken. Ich hätte zwar auch einen Knuddler gehabt, aber das passt schon so. Jetzt kann ich mit Krypto... Obwohl, Moment mal. Mit Kryptosarzenia? Nein.
Ich werde ordentlich mit Elevoltec farmen. Ich hoffe, das klappt, ohne dass du zu noch einer Attacke kommst. Das wird eng. Bitte, Formeo. Mach nicht diesen. Okay, sehr schön. Sehr, sehr schön. Elektroball dürfte nicht bei einer ganzen Attacke sein. Ich setze hier ein, dass ich den Schild bekomme. Na, wechsle dann und mach ordentlich Rambazamba mit Kryptosarzenia. Jetzt kommst du zum Spiel. Und Olaus, jawohl, na, doch nicht. Grifeldis. Echt schöne Pokémon hier. Da wäre wieder meine Laubklinge nicht wirklich brauchbar. Deshalb machen wir diesen hier. So, das Pokémon, das ist die Entwicklung von Skalug aus dem 12-Kilometer-Ei. Da wird man übrigens auch in der Hyperliga gut verwenden können. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding Energie hat. Hast du gerade schon 10 Attacken? Soll ich schilden? Keine Ahnung, was da besser gewesen wäre. Oh, du hast ja noch einen Schild. Ja, aber du hättest die Attacke auch hier ready gehabt. Boah, das Team funktioniert gar nicht. Das funktioniert hier wirklich gar nicht. Null nada niente. Und nicht mal zweimal Stromstoß würde reichen und ich komme gar nicht dazu. Denn das Elektroball kann ich nicht runterfarmen. Na gut. Heieieiei. Oder Knuddeluft vorne. Ich weiß nicht, irgendwas klappt hier. Ne, gar nicht. Irgendwas geht hier gewaltig schief. Okay, gut gekämpft. Hab ich. Angeblich. Also Skalug wäre für mich auch, muss ich sagen, momentan ein Kandidat für Lucky Trades, wenn sie kein Spezialtausch sind. Oder einfach noch fleißig 12 Kilometer Eier ausbrüten. Das wäre auch eine Möglichkeit, aber Grifeldis ist vielleicht schon, schauen wir mal. Laut Kampfsimulatoren wird sich da auf jeden Fall ein bisschen was tun. Na gut, dann gehen wir diesmal hier rein und versuchen das so. Okay, zwei Attacken sind schon mal angekommen. Immer die perfekte Antwort. Wirklich jedes Mal die perfekte Antwort. Was willst du machen? Was, da machst du nix. Eieieiei. Es ist auch ein bisschen random, muss man wirklich zugeben. Hier der Fun Cup, weil echt die Leute alles haben. Und es gibt kein Meter so ein bisschen, wonach man sich ein wenig richten könnte. Was eben viele Leute haben, was man häufig sieht. Außer Panzeron. Ich glaube wirklich, Panzeron war so ein Pokémon, wo ich sagen muss, das habe ich häufig gesehen. Na gut. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, das hat schon ein bisschen wehgetan. Mal schauen, ob das Welser reinkommt. Oder... Nein, da kommt kein Welser rein. Oh, wenn ich ein bisschen mehr noch hätte. Das mit Elevoltec mit Stromstoß am Ende ist immer doof. Wenn die dann noch zwei Schilder haben. Nein, das... Die Synergie von diesem Team ist definitiv nicht am Start. Definitiv nicht. Das, ich weiß nicht, irgendwie klappt das nicht so zusammen. Die Gegner haben am Ende immer noch dann die Schilde. Und ich habe noch Elevoltec, ohne rauswechseln zu können. Da bräuchte drei Stromstöße, dass das klappt. Na, aber egal, wir machen da weiter. Das war ja von Anfang an klar mit dem Fang Cup, wenn man da nicht die Ressourcen investiert. Ich meine, ich habe die Ressourcen investiert, aber... Ne, eher für Spaß-Pokémon. Natürlich hätte ich auch lieber einen Panzeron, damit würde so einiges besser klappen. Aber ich habe schon eines für die Superliga. Ich pushe doch kein zweites. Das mache ich nicht. Nur, dass ich es in dem Cup verwenden kann. Elevoltec gegen Electek. Jetzt schauen wir mal, was da so abgeht. Ich muss sagen, ich weiß nicht, was Electek für Attacken hat. Ich glaube auch so kampfmäßig. Ich meine, kann ich ja auch haben. Lassen wir mal durch. Okay, du gehst auf eine Elektroattacke. Das ist aber definitiv kein Stromstoß. Und schön. Das war schon schön, muss man sagen. Aber jetzt kommt mal Kryptosarzenia. Jetzt kannst du dich aber mal freuen, Kollege. Ich hätte nicht so viel aufladen sollen. Aber egal. Das passt schon. Gut. Und Altaria haben wir mal wieder. Säurespeier wird Wirkung zeigen. Außer du setzt ein. Okay. Danach würde ich sagen, einmal schilden mit Knuddeluff. Oder soll ich schilden? Wenn eine zweite Attacke reinkommt, schilde ich. Ich gehe sofort in Knuddeluff. Du, es wird vermutlich eine zweite kommen jetzt hier. Aber eine lasse ich durch.
Oh, schade, wenn ich ausgeholt hätte zur Attacke. Es kommen vermutlich zwei. Ich schilde die erste Attacke direkt. Und hoffe... Ah, okay, perfekt. Du warst auch noch nicht ganz dabei. Nein, du hast aufgegeben. So kann man es natürlich auch machen. Da verliert man 4, 5, 7 Mal hintereinander. Und dann gibt der Gegner auf in einem Kampf. Da freut man sich auch nicht wirklich drüber. Aber gut. 3 Mal müsste man gewinnen, immer für die PvP-Belohnung. Denn momentan kann da ja das Seen-Trio drin sein, aber ich glaube, immer nur die jeweils regionalen. Das wäre ansonsten zu krass. Ich meine, im Moment sieht man es hier. Ja, korrekt. Korrekt, korrekt. Immer die legendären. Aber es ist schon ein bisschen enttäuschend, wenn es einzelne Spieler gibt, wie zum Beispiel mich, die in der ganzen Season 0 Legendäre bekommen haben. Also dann muss man in Wahrheit gar nicht wirklich so darum werben. Wenn du die Flugsofortattacke hast, wäre das genial. Nein, hast du natürlich nicht. Was hätte man anderes erwarten sollen? So, und dann wieder Abmarsch in Knuddeluff und mal schauen, was du so treibst. Ja, Tropius hält schon ein bisschen was aus, aber das war trotzdem fein. Azumarill. Tropius Azumarill, 1500 WP. Es fühlt sich so an, als wäre ich auf Rang 24 hier von den Pokémon her. So ein kleines bisschen, muss ich sagen. Vor allem Tropius ist regional. Da kämpfe ich wohl gerade gegen jemanden aus Griechenland oder so. Denn auch wenn einige Leute angemerkt haben, Tauschen funktioniert, ja. Aber es funktioniert nur, wenn die Pokémon vom Tauschpartner auch in Season 5 gefangen wurden. Bedeutet, der muss mit einem regionalen Spieler getauscht haben oder was auch immer. In Wahrheit hätte ich vielleicht einfach nicht, ich meine, ich hatte Angst vor einer Hydropumpe, hätte ich einfach nicht schilden sollen und danach mit Kryptos Arcania rein und ordentlich farmen, weil jetzt, obwohl, nein, gleichzeitig. Ha, okay. Okay. Und ich gehe wieder mit Elevoltec hinein, dass ich danach rauswechseln kann, aber das Tropius hat noch keine Attacke eingesetzt, was ich ein bisschen nervig finde. So, letztes Pokémon, Galaflunschling. Oder was kommt da? Ach, egal. Gehen wir rüber. Obwohl, das war doof. Das war eigentlich, war das doof. Ich hätte gedacht, ich mache zumindest ein bisschen mehr. Aber das ist ja echt ultra wenig. Na gut, du wechselst und es kommt ein Hypno hinein. Autsch, das tut weh. Ja, das war doof, sorry. Keine Ahnung, was ich da gerade getrieben habe. Ich komme nicht mal zu einer Attacke. Ich komme nicht mal zu einer einzigen Attacke. Okay. Ein heftiges Team. Tropius, Azumarill, Hypno. Da hat sich jemand wirklich Mühe gegeben. Und dann sogar noch der Spukball-Flex hier am Ende. Heieiei. Hätte ich gestern einfach noch die 2 Sets aufgenommen. 4 zu 1. Nein, die müssen natürlich ohne Aufnahme passieren. Laser. Alle mit der Giga-Eich-Brille. Die sieht schon ziemlich cool aus, muss man sagen. So, Toxicfuck. Okay. Wir machen wieder das altbekannte Spielchen. Und zwar Stromstoß und ab dafür. In Knuddeluff. Allerdings muss ich da vor der Giftattacke aufpassen, aber würde ich einfach einmal schilden. Und eventuell wechselst du sowieso aus Panik raus, weil ich ordentlichen Schaden mache. Nein, du wechselst nicht raus, dann muss ich einmal schilden hier. Ich meine, macht nicht so viel Schaden. Der Charm hier bei Toxicfuck, weil Typ Gift. Noctu, 1500 WP. Sehr schön, ich meine, ich muss mich nicht beschweren, ich habe auch genau 1500 WP. Aber echt viele Flug-Pokémon. Was kann denn Sazenia da gerade machen? Null? Panzeraeron, Grifeldis, Noctu, dies, das und sogar mehrere Panzeraeron. Also Sazenia war noch nicht so am Start. Das profitiert natürlich auch von den vielen Azumarill. Das muss man ganz klar sagen. Von den vielen Azumarill in der normalen Superliga. So rum meine ich. Und warum können die alle immer perfekt farmen? Stellt euch vor, ich hätte... Ja, keine Ahnung. Hätte Fahrradkette. Was machen wir? Wirst du 2 Attacken haben? Ich hoffe nicht. Komm. Ich habe zumindest einmal ausgeholt. Ich hoffe, du kommst nicht zu einer 2. Attacke. Ich befürchte aber schon. Psychokinese. Bitte nicht noch eine Attacke. Komm, Elevoltec. Jawohl.
Okay, was war da nochmal vorne? Ich habe es leider schon vergessen. Ach, Toxiquark, und das hat Energie ausgegeben. Oh, Knuddeluft, das tut weh. Das tut weh im großen C. Ich glaube, das könnte ich machen. Weil Knuddeluft kommt jetzt nicht zu einer Attacke. So. Oh, das hat noch so viel. Das hat noch so viel. Überlebe ich eine? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich habe keinen Sofortattackenschaden mit Elevoltec. Hier wäre vielleicht Laubklinge interessant. Eieieiei. Nö, krass. 1 zu 4 und 1 zu 4. 2. Oh. Nein, aber wird trotzdem nichts. Ah, Knuddeluft. Oh. Das nenne ich mal einen knappen Kampf. Alles klärchen. Eieiei. Aber jetzt, wo man so sagt, wenige Knuddeluft. Die waren am Anfang in jedem Kampf, wirklich in ohne Ende jedem Kampf. Hier zum Beispiel die IV. Mein Elevoltec hat gute PvP-IV, weil ich das beim Community Day mir aus Hunderten aussuchen konnte. Den Kampf hätte ich verloren. Das war ein KP am Ende. So, ja, man muss nicht so spielen, aber lasst mich so spielen, wie ich möchte. So, mit dem PvP-IV. Ich sage ja auch nichts gegen Leute, die 18 Mewtwo gepusht haben. Ich mach's nicht. Und ich pushe eben diese Dinge. Ich mache das so und mache das so. Und in den Kommentaren steht monatelang: Schilling, warum nimmst du ein Glücksei? Du bist doch schon Level 40. Und jedes Mal sage ich, aber Niantic hat eine Levelerweiterung angedeutet. Und es wird eine Levelerweiterung irgendwann kommen. Schilling, du nimmst immer Glückseier. Und jetzt die Leute so: Schilling, warum hast du in der Rampenlichtstunde kein Glücksei genommen? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, meine Damen und Herren. Okay, Kryptos Athenia profitiert hier in dieser Random-Liga, wo auch viele Leute Altaria, Panzer Aeron, Noctu, sogar ein Griffeldis gesehen, Tropius, wo viele Flieger unterwegs sind. Ganz schlecht, ultra schlecht. Aber in der normalen Superliga mit Azumarill in jedem, was heißt in jedem zweiten Team, in 4 von 5 Teams Azumarill. Da ist Satzenia schon nicht schlecht. Für die Folge würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach mal nicht so weiter.